So. Die Frage ist, wo sind die neuen Quests? Ich glaube, in Tafna hier ist sein. Die Frage ist, ist das jetzt Handwerk, Krieger? Ich denke mal, das ist Krieger. Ich frage mich sowieso. Es sind ja immer meistens drei Tribal-Quest-Reihen. Da haben wir es auch schon. Es sind meistens drei. Die kommen natürlich mit späteren Updates, ne? Also ich glaube... Kommt schon der nächste mit 6.2? Oder wahrscheinlich mit 6.25? Die hauen nicht mehr alles gleichzeitig raus. Ich frag mich nur, die Hildi-Questline, ist das mehr so wieder, dass die wie so eine Serie aufgebaut ist? Ich kenne das nicht, dass man da wartet, weil ich sehe noch zwei Quests dort. So, Kankana hat was für uns. Die rasenden Flusspferde von Tafnair. Masaki, du kommst sehr gelegen. Hättest du etwas Zeit für mich? Nach dem Chaos der Apokalypse hatte ich ja gedacht, nun würden endlich ruhigere Zeiten einkehren, aber weit gefehlt. Donnerndes Getrampel durchbricht die Stille auf unseren friedlichen Straßen. Ich spreche von rasenden Flusspferden. Das klingt nach einer Menge Spaß. Flusspferde haben schon sehr lange in Vanaspati gehaust, dem weitläufigen Wald im Norden Tafnaiers. Als die letzten Tage anbrachen, wurde die Gegend jedoch von einem großen Brand heimgesucht. Es kann sein, dass die Flusspferde vor dem Feuer nach Süden geflüchtet sind. Ich empfinde zwar Mitleid für ihr Schicksal, aber die Umstände entschuldigen keinesfalls ein Verhalten, das sie die Sicherheit unserer Straßen gefährdet. Eigentlich ist ja das Himmelsheer für solche Fälle zuständig, aber sie scheinen noch mit den Nachwirkungen der Apokalypse beschäftigt zu sein. Ugul steht auch nicht zur Verfügung, daher habe ich mich gefragt, ob du uns vielleicht helfen würdest. Vielen Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Genauere Informationen liegen mir leider nicht vor. Daher möchte ich dich bitten, die Bewohner Jetli Mats ein wenig zu befragen. Vielleicht finden wir auf diese Weise etwas heraus. Sind ja bald... Heißt es nicht mehr wilde Stämme, sondern Stämmeaufträge, weil ich glaube... Das ist ja auch kein wilder Stamm. Das ist ja... Die hießen damals ja so, weil die in der Wildnis leben. Aber die hier leben ja gar nicht in der Wildnis. Und sind auch gar nicht feindlich oder so. Meistens waren halt die wilden Stämme auch sehr, sehr feindlich. Flusspferde? Oh ja, eines ist mir vorhin über den Weg gelaufen, oder besser gesagt, ich wäre beinahe von ihm überrannt worden. Ich hatte wirkliche Todesangst, weil es so viel Staub und Dreck aufgewirbelt hat.
konnte ich seine Gestalt nicht wirklich erkennen, aber Größe und Umfang lassen keinen Zweifel zu, dass es sich um ein Flusspferd gehandelt hat. Diese Tiere sehen zwar gemütlich aus, aber wenn sie ausrasten, ist mit ihnen nicht zu spaßen. Dark, hast du eigentlich die Hildebrand-Story weitergemacht? Also diese witzige Storyline. Wie gesagt, die lohnt sich mal zu spielen. Das ist so durch. Das ist genau dein Humor. Etwas? Ein wildes Flusspferd? Ist in der Nähe von Damiens Werk an mir vorbeigerast. Und zwar nicht nur einmal. Übrigens bist du nicht die Einzige, die dieses durchgedrehte Dickhäuter zu interessieren scheint. Ein Akasodara-Mädchen hat mich eben genau das gleiche gefragt. Wie hieß sie doch nochmal? Trinna, genau so hatte sie sich vorgestellt. Sie sei aus Vanas Party geflüchtet, hat sie gesagt. Vielleicht solltest du mal mit dieser Trinna sprechen. Ich nehme an, sie sucht noch immer die große Landstraße nach den Flusspferden ab. Wenn du die Handwerker auch noch leveln willst, ne? Ich kenne da auch noch eine Möglichkeit, das zu machen. Da gibt's nämlich... Warte mal, da hat schon jemand das Flusspferd? Das kann man an einem Tag bekommen, das? Ah nee, das ist eine Mission. Ich wollte schon sagen, das gehört zur Mission. Die wilden Stämme haben ja auch sowas. Apropos, wollte dir doch noch Zeug herstellen. Ich glaube, das mache ich ja am Wochenende. Rasende Flusspferde? Gesehen habe ich keine, aber ein Freund von mir hat mir erzählt, dass es im Norden Tavnaias eine gemeingefährliche Bande Akasodara geben soll, die Flusspferde als Kutschentiere verwenden. Diese Kerle sollen sich ziemlich rücksichtslos gebärden. Leider gibt es nicht wenige Leute solchen Schlags unter den Flüchtlingen aus dem Norden. Lust auf Arbeit haben sie keine. Dafür verwenden sie all ihre Energie darauf, möglichst viel Ärger zu bereiten. Und wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Ah, ich habe gerade den Faden verloren. Nein, Faden bleibt da. Ja, stell auf jeden Fall bei den ganzen Handwerkberufen, ne? Stell alles her, was da so ist. Entweder du craftest dir das Zeug dann mit deinen Sammlern selbst. Also du holst das Zeug von den Sammlern, was du dann für die Gegenstände brauchst. Ist ja nicht so schwer. Und dann verkaufst du das Zeug, was du herstellst. Alles aus der Liste. Also so levelst du auch gut. Zum Beispiel. Also so bin ich ziemlich gut gelevelt, finde ich. Zumindest von Level 80 bis Level 90 ging das automatisch. Ruckzuck.
Ich habe noch nicht mal alles aus meiner Liste hergestellt und bin schon mit allem Max-Level. Und das muss ich auch noch machen. Der Goldschmied, dann kriegen wir wieder Kohle rein. Am besten Kohle bekommt man von dem Zeug, was... Das zeige ich dir gleich. Lust auf Arbeit haben sie keine, dafür verwenden sie alle ihre Energie darauf, möglichst viel Ärger zu ahnen. So, warte mal hier. Am besten sind diese Meisterrezepte. Der Nachteil ist, du musst halt diese Schatzsuche machen. Warum kann ich die Pike des Speziallistenrezept? Mhm. Ja, manches Material davon ist halt wirklich schwer zu bekommen. Schatzsuche und so. Aber ja, die Meisterrezepte sind das, was am meisten Geld bringt. Allein schon so eine Waffe über 100.000. Wenn du das Material halt ohne Kosten bekommst, ne? Also Schatzsuche oder der höhere Schwierigkeitsgrad gegen die, also in den Prüfungen. Das sind nicht umsonst schwerere Dinger. So, wir suchen Flüchtlinge, die fliehen vor jemandem. Das wird unsere Storyline sein, deswegen ist es eine Kämpferherausforderung. Ich will diese Flussfahrtkutsche. Diese Kutsche werden wir bekommen. Aber bekommen wir sie schon so früh? Weil die ist heute... Nee, warte mal, die ist seit... Ja, die ist heute rausgekommen. Ah, aber es gab schon eine Daily Reset. Vielleicht haben sie den Daily Reset auch noch mitgenommen. Dann haben sie an einem Tag zweimal machen können. Und haben schon mehr Punkte. Was willst du hier? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Verstehe, man hat dich also geschickt, um herauszufinden, was es mit den Flusspferden auf sich hat. Mist! Ich wollte die Sache klären, bevor Unruhe entsteht, aber es scheint bereits zu spät zu sein. Die Flusspferde werden früher oder später hier vorbeikommen. Um sie aufzuhalten, habe ich diesen Korb Früchte vorbereitet. Kein Flusspferd wird einer solchen Versuchung widerstehen können. Sie kommen. Alter.
Hey, was fällt dir ein, einfach stehen zu bleiben? Vorwärts, Hip-Hop! Hippo-Hot! Was machen diese Früchte hier? Welcher Volltrottel legt Früchte mitten auf die Straße? Und welcher Trottel lässt seine Flusspferde freie Bahn auf einem Fußgängerweg? Maru, was habt ihr euch bloß dabei gedacht, hier durch die Gegend zu brettern? Boss, ich... Ich dachte nur, weil unsere Waldwege ja verbrannt sind, ein Flusspferd braucht doch Auslauf. Wir dulden keine Raser auf Tafnayas Straßen. Da hörst du's, Maru. Zugegeben, es sind in letzter Zeit nicht mehr so viele Fußgänger unterwegs, aber es geht trotzdem nicht, dass ihr alle in Angst und Schrecken versetzt. Wo doch die Leute nach all dem Grauen schon genug durchgelitten haben. Die Zeiten, als wir mit unserem Hippowagen durch die Straßen brettern konnten, sind ein für alle Mal vorbei. Wie wär's, wenn wir eine Rennstrecke bauen? Jedenfalls weißt du jetzt, wer für die rasenden Flusspferde verantwortlich ist. Maru und seine Kumpels, die zu meiner Bande gehören. Das kannst du auch deinem Auftraggeber mitteilen. Oder vielleicht mache ich das besser selbst. Dann kann ich mich gleich für den Wirbel entschuldigen. Kankana heißt die Frau, die dich geschickt hat. Und ich finde sie in Jedliamat. Ich hoffe, sie nimmt meine Entschuldigung an. Oder besser gesagt... unsere, denn du kommst mit mir mit, Maru. Schließlich geht das auf deine Kappe. Ja, aber da sind doch noch zwei weitere. Ich vermute, du wirst ihr Bericht erstatten wollen. Dann sehen wir uns also später in Jedliamat. Ja, du kannst, Dark, du kannst auch über die wilden Stämme Handwerker ein bisschen leveln. Das geht eigentlich auch ziemlich gut. Besser als über Freibriefe. Obwohl, wenn du das Material selbst sammelst für die Freibriefe, um die Sachen herzustellen... dann ist ein Freibrief eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Da braucht man ja nämlich nicht viele abgeben. Aber bis Level 50 zum Beispiel kann man bei den, dem wilden Stamm der Ixal kann man da nämlich, Sachen herstellen und man bekommt Level. Und so eine kleine Storyline. Dann ab Level 50 kann man... oh, welcher wilder Stamm kann man dann da... ich glaube, die Mogris waren das. Ab Level 60... Blood. Wer war denn da nochmal? Level 60 bis 70 waren es die Mogris. Und 70 bis 80 waren es die Zwerge. Oder? Waren das die Zwerge? Ja. Und dann bekommst du sogar den Zwergenpanzer.
Wen hast du da mitgebracht, neue Schützlinge? Das erinnert mich daran, wie du damals mit Urgul bei mir aufgetaucht bist. Von denen bekommst du auch übrigens neue Rüstung für Handwerker. Also müsste man da auch kriegen können. Hallo, ich heiße Trina. Und das hier ist Maru. Ich möchte mich für das schlechte Benehmen meiner Kumpels entschuldigen, beziehungsweise für das unserer Flusspferde. Wir Hippo-Raser, so nennt sich unsere Bande, lieben es, auf unsere Hippo-Wagen durch die Gegend zu düsen. Dabei schlagen wir manchmal etwas über die Stränge. Es tut uns echt leid, dass wir einen solchen Aufruhr verursacht haben. Als Brände unseren Wald vernichteten, flohen wir in den Süden. Wir haben immer ein freies, unbeschwertes Leben geführt und uns von den Beeren und Wurzeln des Waldes ernährt. Wir kennen keine andere Lebensweise. Die Arbeit ist uns fremd. Wir würden uns ja gerne nützlich machen, aber stattdessen scheinen wir nur Probleme zu verursachen. Trina und ihre Gefährten gehören zu den AK Sodara. Die sich ihrer körperlichen Stärke rühmen. Diese Robustheit ist wohl erforderlich, um einen Flusspferdwagen lenken zu können. Sollte es nicht eine Möglichkeit geben, sich ihre Fähigkeiten für das Wohl der Insel zunutze zu machen? Warum versucht ihr euch nicht als Kuriere? Denkst du wirklich, dass wir dazu in der Lage sind? Schnell genug sind unsere Flusspferde ja. Oh, ich bring den sogar fliegen bei, pass auf. Ein Kurierdienst? Das ist für mich keine so schlechte Idee. Schließlich rechnen wir mit einem baldigen Aufschwung in der Wirtschaft. Dann werden auch schnelle Lieferungen wieder gebraucht. Allerdings muss man als Kurier auch wertvolle Güter überbringen. Da ist es wichtig, dass zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ein Vertrauensverhältnis besteht. Dieses Vertrauen zu erringen bedeutet viel Arbeit. Und es erfordert auch, dass man sich an gewisse Regeln hält. Auch solche, die das Verhalten auf der Straße betreffen. Aber aller Anfang ist schwer. Und schließlich wächst man an jeder neuen Aufgabe. Wenn ihr euch diese Herausforderung also stellen wollt, gebe ich euch einen Probeauftrag. Na, wie klingt das? Vorhin wurde hier aus Versehen eine Kiste abgegeben, die eigentlich mit dem Schiff nach Damiers Werk hätte transportiert werden sollen. Sie enthält Heilkräuter aus Gridania und muss schleunigst dem richtigen Empfänger zugestellt werden. Hättest du nicht Lust, mit den beiden die Kiste zu überbringen, Murasaki? Du hast ja als Botin schon einige Erfahrungen gesammelt und wirst ihnen zeigen können, wie man einen solchen Kurierauftrag auszuführen hat. Was soll das heißen, dass wir Erfahrung haben? Weil wir der Bote von allen sind? Bringen wir dies, bringen wir das, bringen wir jenes? Aber ich bin die Kriegerin des Lichts, der Dunkelheit und so weiter. Nutzt die Gelegenheit, um etwas zu lernen. Nehmt euch ein Beispiel an Murasaki und ihre Arbeitsweise. Danke, Murasaki. Und es tut uns echt leid, dass wir dich in die Sache reingezogen haben. Wir werden vor Jetlimat auf dich warten. Komm bitte, sobald du zum Aufbruch bereit bist. Da bist du ja. Wir sind ebenfalls gerade mit unseren Vorbereitungen fertig geworden.
Ich habe einen Wagen und mein Lieblingsflusspferd Saurier mitgebracht. Die Ware ist unter dem Fahrersitz verstaut. Flusspferde sind zwar scheue Wesen, aber ihr Appetit lässt sie ihre Schüchternheit vergessen. Du standest in der Nähe der Früchte und bist für Marus Flusspferde daher ein Futtergeber. Vor dir wird es sich nicht fürchten. Daher schlage ich vor, dass du dich auf Marus Hippowagen schwingst und dann heißt es auf nach Damiers Werk. Bestimmt zwar, dass noch nie jemand außer uns einen Hippowagen gelenkt hat, aber mein Boss begleitet dich ja. Also wird schon schief gehen. Fall trotzdem besser nicht runter. Ein guter Ratschlag. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit. Ja, Hippowagen, rein da! Woo! Könnte man auch voll die geilen Rennen mitmachen. Na, wie fühlst du dich als Hippowagenlenkerin? Wusstest du übrigens, dass diese Gefährte erst kürzlich erfunden wurden? So ein Teil bekommen wir übrigens, wenn wir dies hier beenden. Tiere vor einen Wagen spannen, diesen Brauch gab es bei uns. Ja, ich kann nicht so schnell lesen, tut mir leid. Der Text war schneller, der war zu groß. Das God Saucer Event müssen wir auch mal machen, ne? Nur sind wir etwas zu schwer für Schokobos. Bla 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 und so weiter. Ah. Deswegen haben die Hippos... Weil die zu schwer sind, ne? Selbst wenn ich so im Stillen vor mich lese, schaffe ich es nicht mal, den Text zu lesen. Warte mal, kann ich den Text nicht irgendwo... Nee. Wir sind da. Wie funktioniert das mit der Übergabe? Drücken wir dem Kerl einfach die Ware in die Hand? Was höre ich da? Ware? Damit meinst du nicht zufällig meine Heilkräuter aus Gridania, auf die ich schon seit Ewigkeiten warte? Ich dachte, die werden auf dem Schiffsweg geliefert. Wenn das nicht die Heldin ist, die Nidana gerettet hat. Sag bloß, du hast dein Abenteuerleben an den Nagel gehängt und bist unter die Kuriere gegangen. Nee. Ich freue mich übrigens jetzt schon auf 6.2, ne? Da kriegen wir nämlich endlich unsere Insel. Ich werde nichts mehr anderes spielen. Verstehe, die Ware wurde also fälschlicherweise nach Jetlemat geliefert. Das ist aber nett von euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, sie mir zu überbringen. Wie ihr sehen könnt, ist unser Hafen hier zu klein für große Handelsschiffe. Daher würden die Kisten und Pakete bisher auf einer Insel namens Alna, an der auch große Frachter anlegen können, auf kleinere Schiffe umgeladen. Dabei kommt es aber häufiger zu Fehlern, sodass die Güter am falschen Ort landen. Nur zur Sicherheit, dürfte ich vielleicht einen Blick auf die Ware werfen? Ja, das sind die bestellten Heilkräuter. Es ist ziemlich zeitaufwendig, sich Ware von außerhalb der Insel zu beschaffen. Danke also, dass ihr mit mir die Heilkräuter überwacht habt, bevor sie in Jetlingmat verkommen sind. Von rasenden Flusspferden sind mir so einige unschöne Gerüchte zu Ohren gekommen. Ich wusste nicht, dass es sich um einen Flusspferdkurier handelt.
Und dass du bei der Sache dabei bist, Murasaki. Ich werde eure Dienste gerne erneut in Anspruch nehmen. Das ist auch mal interessant. Wir werden jetzt sozusagen Kurieraufgaben erledigen. Und ich denke mal, es ist ein Kampfauftrag, weil. Ja, so Ware wird ja manchmal von Banditen auch überfallen und ti wilden Tieren. Ich hoffe, dass die auch wieder Handwerker und Sammler bedienen. Flusspferdkurier. Dabei ist doch gar nichts beschlossen. Es scheint wirklich niemanden zu geben, der dich nicht bewundert, nicht? Dass ich mich beklagen würde, dank dir schenken die Leute auch mir ihr Vertrauen. Es fühlt sich irgendwie schön an. Und hast du das Gesicht des Alchemisten gesehen, als er die Kiste geöffnet hat? Zu wissen, dass man jemandem so eine Freude gemacht hat, ist ein richtig gutes Gefühl. Die Arbeit als Kurier macht wirklich Spaß. Danke, dass du mir gezeigt was es bedeutet, ein Kurier zu sein. Ich habe viel gelernt. Wir sollten zu Kankana zurückkehren. Doch die Frage ist, wie? Dein Flusspferd sieht recht erschöpft aus. Kein Wunder, es wurde von Maru ja auch ziemlich in Anspruch genommen. Moment, ich weiß, wie wir es machen. Ich leih mir dir meinen Wagen und Saurya aus und du kehrst nach Jetli mal zurück. Ich werde mit Marus Flusspferden hier bleiben. Es hat sich eine Pause verdient. Du kehrst einfach auf dem Weg zurück, wie auf dem wir gekommen sind. Dann kann nichts schief gehen. Wir treffen uns dann später bei Kankana. Ich kann mit dem Ding nicht fliegen, wie cool. Ja, ich hol dich ein. Bleib stehen. Ist ja nicht meiner. Wenn ich das Ding besitze, kann das Ding fliegen. Schade, dass das kein Zweisitzer ist. Aber das Ding gefällt mir. Schauen wir uns den Wagen noch mal genauer an. Nicht drängeln hier! Saurya ist davongerannt. Besuche Kankana und berichte ihr von der erfolgreichen Auslieferung der Ware. Ich habe von Murasaki gehört, dass alles wunderbar gelaufen ist. Auch dir herzlichen Dank, Trina.
Wie hat dir denn die Arbeit als Kurierin gefallen? Das Transportieren der Ware an sich kriege ich schon irgendwie hin. Nur das ganze Kundengeschichte, du weißt schon, dass man das Vertrauen der Leute gewinnen muss und so, das fällt mir noch ein wenig schwer. Aber daran werde ich mich schon noch gewöhnen. Nach Vanas Party können wir nicht mehr zurück, denn von unseren Siedlungen ist nur noch Asche übrig. Wenn wir hier leben wollen, müssen wir uns mit der Situation arrangieren. Aber eigentlich finde ich das alles gar nicht so übel. Es hat was Befriedigendes, Pakete zuzustellen und zu sehen, wie sich der Empfänger freut. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig nützlich gefühlt. Es ist in der Tat schön, wenn man mit seiner Arbeit Freude schenken kann. Das heißt dann also, dass du dich entschieden hast, die Herausforderung anzunehmen? Sehr gut, du hast meine volle Unterstützung. Allerdings, etwas zu wollen ist eine Sache, etwas zu können eine andere und etwas gut zu können, nun, das kann lange dauern. Bis ihr mehr Erfahrung gesammelt habt, kann es nicht schaden, wenn euch eine Beraterin zur Seite steht. Murasaki, ich habe dir Ugul anvertraut und du hast mich nicht enttäuscht. Darf ich dich nun bitten, dieser jungen Leute anzunehmen? Oh ja, bitte Murasaki, werde unsere Beraterin, Verhaltensregeln und so. Damit kennst du dich doch viel besser aus. Bei so viel Eifer kann ich schlecht Nein sagen. Danke, du bist die Beste. Dann wäre die Sache geklärt. Murasaki stellt euch ihr Wissen zur Verfügung und ich werde euch einen Standort anbieten, den ihr für euren Kurierdienst nutzen könnt. Wie der Zufall so will, habe ich kürzlich von einem Handelsgeschäft, das wegen der schlechten Wirtschaftslage schließen musste, ein altes Lagergebäude übernommen. Es befindet sich in der Nähe der Straße und ist zwar schon ziemlich alt, aber könnte ja nach eurem Geschmack neu gestaltet werden. Und ein so gut gelegenes Gebäude willst du uns einfach so überlassen? Natürlich mache ich das nicht umsonst, aber ich verlange nicht viel. Wenn euer Kurierdienst läuft, werdet ihr die Gil für die Miete auch aufbringen können. Wenn nicht, dann tja, dann werdet ihr das Gebäude wohl räumen müssen. Aber so weit wird es schon nicht kommen. Jedenfalls habe ich euch den Ort auf der Karte markiert. Seht euch das Gebäude mal einmal an. Und da werden dann die Aufträge stattfinden. Ich bin sprachlos. Danke, Kankana. Lass uns keine Zeit verlieren. Wir werden einige Hipporaser mitbringen. Wir treffen uns vor dem Gebäude. Yay, wir werden Hipporaser. Ich meine Kurierdienst. Da fällt mir ein, wir müssten die Fates mal weitermachen. Oh, so viel zu tun. Ich muss, glaube ich, auch mal eine Liste machen. Wow, was ist das denn für ein Fisch? Unsere Beraterin, danke, dass du gekommen bist. Meine Hipporaser-Kumpels haben mir geholfen, das Gebäude unter die Lupe zu nehmen. Es ist wohl unnötig zu sagen, dass es in diesem Zustand nicht brauchbar ist. Wir müssen uns überlegen, wozu wir es verwenden wollen und dann schnellstmöglichst mit der Renovierung anfangen. Wir benötigen einen Warenempfangsstelle und ein Lager natürlich. Dann vielleicht noch eine Werkstatt für die Flusspferdwagen. Das klingt nach viel Arbeit. Darüber bin ich ehrlich gesagt nicht gerade begeistert, aber wenn du meinst, wir packen das, Boss.
Ich verlasse mich auf dich, Maru. Und auf dich, Murasaki. Halte dich mit Ratschlägen nicht zurück. Bisher haben wir uns von den unzähligen Lehren und der unendlichen Weisheit der Tiergötter leiten lassen. Aber die werden uns hier, glaube ich, nicht weit bringen. Apropos Weisheit, weißt du vielleicht, wie wir unseren Kurierdienst nennen sollen? Ich denke, wir sollten lieber mit den Renovierungsarbeiten anfangen. Über den Namen können wir uns später immer noch den Kopf zerbrechen. Er sollte nicht zu lahm klingen, aber warum nennen wir also nicht einfach den Namen unserer Bande? Ja, warum eigentlich nicht? Die Hipporasa, dein Kurier, wenn's rasant gehen muss. Ja, das hört sich mehr so an, man ist schnell unterwegs, aber achtet nicht auf die Ware. Ich glaube nicht, dass das so geil ist. Aber gut. Oh, guckt euch mal an, was die hier gemacht haben. Was ist denn da los? Das Hauptquartier des Flusspferdkuriers Hipporasa wurde fertiggestellt. Hippo, Hippo, Hurra! Noch müssen sich Trinner und ihre Kumpels ihren guten Ruf erst verdienen. Stell ihnen deine Erfahrungen und dein Wissen als Abenteurerin zur Verfügung und verhilf ihnen zum Erfolg. Und das werden wir jetzt übrigens täglich machen. Die Dailies. Oh, wenn ich bedenke, dass wir Genshin eine Stunde streamen müssen und dann Final Fantasy 14 noch was. Da habe ich einiges vor. Und hi, Triorg. Und danke für den Prime Sub. Ich fühle mich geehrt. Dein Verhältnis zu den Akasodara ist nun freundlich. Damit hast du eine neue Auftragsreihe der Stammesvölker freigeschaltet. Du kannst ab jetzt neue Aufträge der Akasodara von Maru in Svarna annehmen, die du täglich wiederholen kannst. Außerdem kannst du bei der Händlerin Ganta stammesspezifische Waren der Akasodara erwerben. Erstmal zur Händlerin. Was hat die denn? Die hat bestimmt noch nichts Gescheites. Bitte was? Triorg! Danke, dass du der Community 25 Abos geschenkt hast. Nice! Dank dir! Damit haben wir das Ziel erreicht. Boah, das müssen wir uns jetzt 25 Mal anhören. Mit sowas rechne ich auch nicht.